Diese 5 Kostüme sind noch im Rennen und sie geben uns jede Menge Rätsel auf. Ganz besonders gruselig? Diamantula! Das ist schon irgendwie so der beeindruckendste Maske, finde ich, diese Staffel hat. Ey, diese Performance, are you crazy? Mit wem haben wir jetzt zu tun? Ja, mit wem haben wir es hier zu tun? Das würden wir auch gerne wissen. Ein neuer Fall für unseren Indiziendetektiv Benedikt Amara. Diesmal wird er unterstützt von unseren Moderatoren Benjamin Bieneck, Martina Reuter und Simon Waslowski. Beeindruckende Performance, Wahnsinnsstimme, oder? Was ist denn das mit Englisch? Also ein Auslandsjahr hat sie nicht gemacht. Nee, ein paar Töne waren schief. Ja. Ich glaube, dass die das schon kann, dass die eine Sängerin ist. Vielleicht ist es eine Sängerin, die eine ganz harte Nacht hinter sich hatte. Die dann irgendwie gedacht hat, komm, ich rock das jetzt hier. Aber sie hat eine sehr eigene Stimme. Was fällt unseren Detektiven noch auf? Wir wollen Namen. Es wirkt so, als ob die nicht deutsch wäre. Und auch keine Britin, sondern irgendwas Holländisches vielleicht. Ist es eine von den Kelly von der Kelly Family? Es ist Linda de Mol. Linda de, das finde ich toll. Ist das hier Anastasia? Vom Singen her hätte ich Juliette Schoppmann vielleicht, weil die hat ja so eine Röhre. Oh, nee, ist nicht Anastasia. Diamantula, vielleicht ein internationaler Star. Oder Anna-Maria Zimmermann sogar. Ja. Ich glaube, es ist die Patricia. Sag mal, ich glaube, sie ist das, ja? Nee, also Patricia Kelly ist es auf keinen Fall. Also das ist Englisch. Die Stimme, ja. Die Maite, glaube ich, ist es nicht. Weil die ist ein bisschen höher von der Tonlage. Ich sage jetzt Anastasia, obwohl sie es wahrscheinlich nicht ist. Das wäre aber schön. Die haben wir auch lange nicht gesehen, ne? Oder? Und nicht gehört. Vielleicht ist es wirklich Linda de Mol. Ich sage es Linda de Mol. Linda de Mol. Patricia Kelly. Linda de Mol oder doch Anastasia? Wer steckt im Kostüm von Diamantula? Wir werden es erfahren, vielleicht schon morgen, denn da ist das Halbfinale von The Masked Singer um 20:15 Uhr auf Pro 7.